Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Heute geht's weiter mit der Stehlen-Challenge. Und wie ihr vielleicht seht, befinden wir uns hier jetzt aktuell auf unserem Geschäftsgrundstück. Das hat die Idee, dass ich mir gedacht habe, wir könnten ja heute schon anfangen zu verkaufen, dass wir halt heute einmal Freitag und Samstag haben, das zu verkaufen und dann eventuell den Sonntag haben, dass wir dann vielleicht auch ein klein wenig Zeit mit der lieben Conny verbringen können. Conny ist aktuell in der Schule, da werden wir sie dann einmal anstiften, fleißig zu arbeiten und Conny wird einfach in einer Woche zum Teenager. So, sobald die liebe Mia dann jetzt hier fertig ist, werden wir jetzt erst einmal, okay, wir können noch keine Werbung kaufen. Dann schauen wir jetzt hier erst einmal, ob wir hier alles zum Verkaufen eingestellt haben. Ja, haben wir gemacht. Funktioniert super. Und dann werden wir jetzt natürlich hier einmal alles öffnen. Beim letzten Mal hatten wir ungefähr 7000 Simoleons beim letzten Mal gehabt. Insgesamt hatten wir, glaube ich, an den zwei Tagen 17.000, wenn ich mich nicht täusche. Und wir versuchen natürlich immer das Ganze zu toppen. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Vorteilspunkte. Die könnten wir natürlich hier einmal weiter einlösen. Wir machen hier einmal den extrem schnellen Kassierer. Da geht das nämlich wirklich von Zauberhand, wenn die ganzen Kunden dann abkassiert werden. Natürlich müssten dann auch hier erst einmal Kunden kommen, die wir abkassieren könnten. Da haben wir den ersten Kunden und wir werden natürlich dann hier direkt erst einmal hingehen und werden dann erst einmal mit dem guten Rowan ihn einmal begrüßen, denn er ist oder er fühlt sich sehr unwohl. Die meisten Sims gehen auch irgendwie leider hier vorbei. Wen haben wir denn hier? Hier haben wir den guten Bruno. Und bisher ist keines dieser Kinder jemanden, den wir gerade erst ausgeraubt haben. Das meiste, was ihr hier seht, ist von unserer letzten Familie. Da haben wir nämlich so einiges mitgehen lassen. Und Mia flirtet hier mit dem guten Rowan. Wir geben ihm dann einfach mal ein paar Adrenalin-Tipps. Und die beiden verstehen sich auch irgendwie so ein bisschen gut. Er ist ein bisschen angespannt, okay. Die beiden haben jetzt da ein Huhu, warum auch immer. Okay, ich hoffe, dass Mia davon jetzt nicht schon wieder schwanger geworden ist. Wir werden das direkt einmal prüfen. Wir machen jetzt hier einen Schwangerschaftstest und sie rutscht da einmal aus. Liegt wahrscheinlich dann noch an der Voodoo-Puppe, die wahrscheinlich dann auch immer noch hier an sie angewandt. Oh Mann. Mia, warum? Warum? Es kann doch nicht sein. Die haben hier ein Techtelmechtel im Laden. Und wir werden Rowans Zukunft jetzt sowas von versauen. Wir werden ihm dann jetzt einfach mal sagen, dass er Vater wird. Und mal schauen, wie ihm das gefällt. Okay, vielleicht sollten wir ihn erst einmal abkassieren. Okay. Och nein. Okay, wir werden dann jetzt hier direkt ins Krankenhaus gehen. Und jetzt müssen die, ja, Kunden dann jetzt hier erst einmal warten. Ich hoffe wirklich, dass bei mir alles gut geht. Und ja, sämtliche Kunden, die jetzt hier vielleicht dann warten, warten dann jetzt hier halt. Jetzt ruft Florian an. Es ist schön, deine Stimme zu hören, Mia. Ich frage mich, ob ich mit Sergio Romeo etwas mehr Zeit verbringen soll. Kannst du gerne machen? Und wie sie jetzt einfach alle kaufen. Vielleicht sind sie einfach alle nur sensationsgeil, dass sie jetzt hier warten wollen, was mit mir und dem Baby passiert. Okay, also wir sind immer noch schwanger. Okay, wir haben ein hohes Risiko, dass ja bei mir Schwangerschaft etwas passieren könnte. Und deshalb, sollen wir vorsichtig sein. Das werden wir definitiv einmal machen. Wir werden uns jetzt hier... Okay, ich weiß nicht, was hier los ist. Mia ist jetzt nochmal zum Doktor. Ich glaube, wir werden jetzt hier erst einmal den Laden schließen. Jetzt bekommt sie auch noch eine Nachricht von Kiyoshi. Du bezeichnest deine neue Beziehung als Liebe. Meiner Meinung nach ist das nur ein Trostpflaster. Viel Glück. Danke, Kiyoshi. Schön, dass du so eifersüchtig bist. Das sagt eine Menge über dich aus. Oh, das ist schon mal gut. Also, der Doktor konnte mir helfen und glücklicherweise hat sie das Baby nicht verloren. Jetzt müssen wir natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich würde sagen, am besten machen wir das, indem wir nach Hause gehen. Und dann kann Mia jetzt hier erst einmal ein wenig schlafen, dass sie sich halt ausruht und dass sie hier irgendwie von dem Stress runterkommt, damit sie halt auch, also damit der Stress halt auch hier abkommt.
aufgebaut. Wir werden dann einfach mal hier nach Spa schauen, also dass sie hier entspannen kann. Wir können ihr ja vielleicht einmal hier eine Wanne kaufen. Die werden wir jetzt hier erst einmal in Mias Schlafzimmer stellen. Und kaufen ihr dann jetzt hier ein paar Sachen, die dann wirklich dazu dienen, dass sie halt hier entspannen kann. So, wir machen dann hier einmal ein Muskelentspannungsbad. Und die gute Conny, wo ist Conny überhaupt? Conny? Okay, Conny nimmt sich hier jetzt was zu essen und redet mit der lieben Mia, war es, glaube ich. Also mit Mia Munch. Und macht dann jetzt erstmal ihre Hausaufgaben. Mia ist halt sehr geprägt von Morgenübelkeit. Okay, sie kann hier nicht raus. Dann frage ich mich, warum die Badewanne jetzt hier hingepasst hat. Und wir lassen es Mia jetzt erst einmal, ich würde sagen, bis das Baby da ist, hat Mia dann jetzt erst einmal Pause von ihrer stressigen Arbeit, dass sie halt nicht so viel, ja, mit Stress in Kontakt kommt, dass sie ja sich hier einfach nur ausruht. Wir werden jetzt hier einmal eine Gesichtsmaske kaufen und anwenden. Wir nehmen hier eine entspannende Gesichtsmaske. Und gehen dann definitiv auch mal auf Toilette. Carlotta hat gehört, dass auf dem Blasenmacher, dass der Blasenmacher auf dem Gewürzfestival ist. Nein, liebe Carlotta, tut mir leid, aber das funktioniert nicht. Okay. Auch das Lichterfestival müssen wir heute ausfallen lassen. Und so geht es hier eigentlich wieder relativ gut. Jetzt werden wir Mia dann hier nochmal etwas essen, nehmen lassen. Und können uns ja dann mit Conny einmal unterhalten. Ich weiß nicht, ob wir hier vorne ja einen Stuhl hatten oder ob ihn jemand mitgehen hat lassen. Das weiß ich nicht. Aber wir werden uns dann jetzt hier erst einmal mit der lieben Conny unterhalten. Werden ja sie dann hier jetzt einmal auf die Wange küssen. Und was können wir denn hier noch machen? Wir können sie einmal für gute Noten loben. Und jetzt ist sie halt wieder sehr, sehr böse, weil sie halt, ja, weil sie sich halt so fühlt, wie sie fühlt und sie dem lieben Rowan die Schuld in die Schuhe dafür schiebt. Wir reden dann einmal über die Ängste und werden sie dann jetzt hier auch einmal fragen, ob sie überhaupt ein Geschwisterchen haben möchte. Also wir sagen jetzt hier erst einmal, dass sie überhaupt noch ein Geschwisterchen erwartet. Okay, Conny will anscheinend nichts darüber wissen. Aber ich würde sagen, so glücklich und entstresst, wie Mia aktuell hier ist, lassen wir die Familie Frost doch nochmal zurück. Im nächsten Teil werden wir uns definitiv weiterhin dafür sorgen, dass die liebe Mia es nicht zu stressig hat und dass wir dann wieder anfangen können, weiter zu stehlen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!